Ich will weitermachen. Morgen ist ja schon ein langes Wochenende. Yay! Kann ich auch rendern. Eigentlich wollte ich ja heute noch ein paar draushauen, aber wenn das DLC ist ja erst um 20 Uhr online gekommen. Xoll nimmt Rasputins Neuralnetzwerk auseinander. Und wenn er noch mehr Schaden anrichtet, dann könnte er eine Kettenreaktion auslösen, die den Mars in Schutt und Asche legen wird. Ich weiß nur, dass wir einen Vorteil haben. Die Walküre. Ich werde Rasputin nie vertrauen. Aber wir brauchen jede Waffe, die wir haben, um Kriegsgeist angetrieben wird. Da stürzt sich nicht runter. Hi. Ciao. Oh Gott, was ist denn hier los? Xoll ist also dieser Schlangentyp, oder? Sehe ich das richtig? Und der ist Big Boss. Ich hoffe in Raid. Ich will, dass sie das wieder so machen wie in Destiny 1. Weil so wie sie es hier machen, ist scheiße. Also können sie ja kein Boss aufbauen, den man im Raid kloppen will. Dann halt scheiß auf die Leute, die keine Freunde haben, weil das ist ein Spiel für Freunde. Oder die schließen sich einfach irgendeinen Clan an. Öffne die Belüftungsschlitze der Inhibitoren und dann beschießt du sie mit allem, was du hast. Hilfe! Oha. Oh Gott. Haben wir gerade den Kriegsgeist? Was zur Hölle ist denn das? Kann ich da rein? Deaktivieren. Dauerhafte Schwankungen führen zu kritischem Ausfall.
Sämtliches Personal ist angewiesen, Sicherheitsprotokolle zu initiieren. Boah, ich will meine Sleeper wieder haben. Weil die würde jetzt viel besser zu diesem DLC auch passen, muss ich sagen. Es geht ja um den Kriegsgeist. Da wäre doch so ein Sleeper. Was? Ach komm! Seltsame Daten von diesem Knoten. Ich muss mir das genauer ansehen. Stimmt, da bin ich ja gestorben. Hä? Ich dachte, ich hätte. Ist, spielt das Neuralnetzwerk verrückt. Ich versuche es zu stabilisieren. Verteidige den Bereich. Oh, komm schon! Das sind so viele von denen! Seltsame Daten von diesem Knoten. Ich muss mir das so, jetzt muss ich erstmal weggehen. Oh nein. Jetzt, da der Inhibitor offline ist, spielt das Neuralnetzwerk verrückt. Ich versuche es zu stabilisieren. Verteidige den Bereich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, das ist doch übertrieben!
Na komm schon! Echse! Geh down! Jawohl! Geschafft! Das Neuralnetz ist online! Hilfe! Jetzt zur Inhibitorlüftung! Was? Kannst du den Freunden mir mal sagen, die sollen aufhören auf mich zu schießen? Sämtliches Personal wird zur Evakuierung angewiesen. So. Hab ich alles kaputt gemacht. Den auch zerstören? Ne, nicht den. Oh. Gute Arbeit. Begebt euch zum Kern, bevor es kritisch wird. Jetzt wird eine neue Walküre geschmiedet. Salin! Wir jetzt wirklich gut gebrauchen. Und da kommt was dann vier Röhre, oh mein Gott! Ich muss jetzt mal hier ein paar Gegner. Gott! Was ist denn bloß hier? Stirbt! Bitte was? Kernschmelze? Bist du wahnsinnig? Komplette Kernschmelze initiiert. Wer diese Nachricht hören kann, befindet sich zu nah am Kern. Die Türe pulsiert vor Energie. Es geht über alles hinaus, was meine Sensoren analysieren können. Heilige Rasputin.
Oh, nice. Level up. Died. Mein Gott! Was? Was? Ich kann ihn! Ich habe noch nie etwas so Mächtiges gesehen. Sei vorsichtig! Ich kann ihn verletzen! Oh Gott! Das ist echt ein Schargott! Na, was kannst du? Was kannst du überhaupt? Oh Gott, der hat keine Energieleiste mehr. Ich glaube, jetzt geht er in die zweite Phase. Null, ich muss wirklich Sol schon töten. Was? Und jetzt kommen seine Lakaien. Muni! Juhu! Oh Gott, hier ist er so grün. Da etwas gekommen. Ja. Alter. What the fuck? Okay, dann ist Sol doch nicht der nächste Raid Boss. War ja eigentlich klar. Schwört er bitte? Oder? Oh Gott. Oh Gott. Okay, nächste Runde. Ich glaube, er will es wissen. Ich glaube, die wollen es aber auch wissen. Aber bei denen kann ich es wenigstens machen. Wow! Camus. Camus-Hexe. Oh, geil. Gib mir das. Wo ist er? Der ist hier irgendwo. Da ist er. Soll ich schießen oder soll ich warten? Oh, warte. Wir kommen nochmal. Der will es ja wissen.
Oh Gott! Oh mein Gott! Wo ist er? Vierte Runde oder was? Oh Gott, er hat seinen Oger freigelassen! Ich dachte schon, die anderen wären Götter gewesen. Aber ganz ehrlich, ist doch viel beeindruckender als Oryx hier. Nervig. Vielleicht vertreibe ich den noch nur. Anstatt ihn zu töten. Er sieht tot. Ich kann es nicht glauben. Du hast es geschafft. Du hast einen Wurmgott erlebt. Einen? Das haben wir gemeinsam geschafft. Einen? Wir sind jetzt dein Team, Anna. Ein gutes. Einen? Heißt es gibt mehr von diesen? Raid-Boss sind zwei von denen. Ne, Spaß. Ich wüsste wirklich gern, was die sich für einen Raid einfallen gelassen haben. War's das? Die Bray-Familie machte mich zu einem allsehenden Retter. Während deine Vorhut mich als primitive Waffe benutzen wollte. Doch das endet heute. Ich definiere die Realität meiner Existenz selbst. Ich kann bis zum Rande des Systems und darüber hinaus sehen. Nie wieder wird eine Bedrohung übersehen. Von diesem Tag an verteidige ich die Menschheit zu meinen Bedingungen. Ich bin Rasputin, Hüter von allem, was ich erblicke. Ich bin einzigartig. Was haben wir getan? Keine Sorge. Ist ein Kinderspiel.